Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit. Wollte selbst mit Ihnen sprechen. Medizinische Angelegenheit. Mission ist gefährlich, das ist klar. Jede Spezies geht anders mit Stress um. Vergangene Verbindung zu Talizora lässt Beziehung zum Stressabbau geeignet erscheinen. Empfehle dennoch Vorsicht. Das Immunsystem der Quarianer ist schwach. Es könnte sie umbringen. Haben Sie als Arzt irgendwelche Empfehlungen? Talizora hat sich Desinfektionsmittel besorgt. Sollten Sie auch machen. Oraler Gewebekontakt ist gefährlich. Empfehle Schutzvorkehrungen. Werde Ratgeberbüchlein in Ihr Quartier schicken. Aussagekräftige Diagramme mit Stellungen, die für beide Spezies bequem sind. Sowie Überblicksdarstellungen der erogenen Zonen. Kann Öle oder Salben zur Verfügung stellen, damit es angenehmer wird. Habe Edi Demo-Videos über Hilfsmaßnahmen gegeben, die bei Bedarf abgerufen werden können. Cool, ich wusste gar nicht, dass Mordin sich da so dann mit reinhängt und einem da dann auch noch Tipps gibt. Das ist ja cool. Habe ich noch nie gehabt bisher, das fetzt. Moment mal, Mordin. Jetzt nehmen Sie mich doch auf den Arm, oder? Welch schockierender Vorwurf. Vertrauen zwischen Patient und Arzt ist heilig. Auf den Arm nehmen käme mir nie in den Sinn. Amüsieren Sie sich so gut es geht, Shepard. Ich bleibe hier und untersuche die Zellenreproduktion. Das ist viel einfacher. Erfordert auch weniger Alkohol und stimmungsvolle Musik. Super, Mordin. Finde ich klasse. Ich hätte gerne noch die anderen Sachen, die wir da hatten, angesprochen, aber es ging jetzt nicht. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Können wir da nochmal drüber reden? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Ja. Denke derzeit sogar über persönliche Angelegenheit nach. Habe Anruf von Neffen. Selbst ein vielversprechender Genetiker. Gerade 16 geworden. Arbeitet an der Universität. Tritt in meine Fußstapfen. Musste lügen, was meine Beschäftigung angeht. Glaube, er wurde misstrauisch. Ist aber egal. Trotzdem schön, seine Stimme zu hören. Weiß jemand in Ihrer Familie, was Sie wirklich für die Regierung getan haben? Nein. Sie wissen, dass ich lüge, fragen aber nicht nach. Salarianer sind ein neugieriges Volk, haben aber auch soziale Regeln. Zwei Arten von Geheimnissen werden vor der Familie verheimlicht. Als erstes persönliche Geheimnisse oder solche, die mit Schuld zu tun haben. Sie führen zu Misstrauen und Nachforschungen. Ein Rätsel, das gelöst werden muss. Neugierde und Intelligenz werden belohnt. Drama. Andere Geheimnisse sind ernster. Enthüllung bedeutet Gefahr. Entsprechende Signale entmutigen die Familie, neugierig zu sein. Zu ihrem Schutz. Warum sollte dann nicht jeder Signale geben, dass seine Geheimnisse zu gefährlich sind, um enthüllt zu werden? Nicht bewusst. Sozial. Reflexartige Körpersprache. Das kann man nicht fälschen. Beispiel. Gähnen ist bei Menschen ansteckend. Subjekt beobachtet Gähnen, Wahrnehmung deaktiviert linke periamygdaläre Rinde und Subjekt gähnt auch. Soziale Empathie. Funktioniert auch bei Hunden. Wenn Salarianer Signale imitieren, um Neugierde abzuschwächen, ist das wie ein Mensch, der nicht wirklich gähnt. Man kann es versuchen, aber die Effektivität ist begrenzt. Nehmen Sie mit ihm Kontakt auf, weil Sie befürchten, dass wir nicht zurückkommen? Nein. Überleben ist ohnehin unwahrscheinlich. Habe ihn aus familiären Gründen kontaktiert. Die Galaxie ist schwer vorstellbar. Gesichtslos. Eine Statistik. Entpersonalisierung fällt leicht. Praktisch, wenn die Arbeit unangenehm ist. Will für diesen Kampf einen persönlichen Bezug. Kann die Galaxie nicht vermenschlichen. Kann aber an meinen Lieblingsneffen denken. Für ihn kämpfen. Ihr Neffe wurde mit 16 bereits eingestellt? Ist er ein Genie oder ein wissenschaftliches Wunderkind? Nein. Moment. Ich will ihn nicht beleidigen. Ja, aber nicht so, wie Sie dachten. Bedenken Sie, dass Salarianer kein langes Leben haben. Gemessen an ihren Standards altern wir sehr schnell und werden kaum älter als 40. Eben, so gesehen kann man eigentlich sagen, wenn Salarianer 16 ist, dann ist das genauso, wie wenn ein Mensch 32 wäre. Und ein 32-jähriger Mitarbeiter an der Universität ist nichts Ungewöhnliches. Also das ist dann meistens ein Postdoc, kann aber auch theoretisch ein Doktorand sein, wenn er halt ein bisschen später angefangen hat. Freut mich, dass Sie mit einem Familienmitglied reden konnten, bevor wir das hier zu Ende bringen. Und es freut mich auch, dass wir geredet haben, Mordin. Fühle mich geehrt, ein Teil davon zu sein, Shepard. Habe bereits mit der Genophage geholfen, die Galaxie zu bewahren. Schmutzige Arbeit, ethisch fragwürdig. Problematisch. Kollektorenmission einfacher, sauberer. Werde stolz sein, das im Biografie-Video von Mordin Solus zu sehen. Außer wir sterben alle. In dem Fall bin ich posthum stolz. Einerlei. Ich danke Ihnen. Ach, Mordin ist toll. Aber das mit dem, mit den Tipps und Infovideos zum Sex mit Quarianern finde ich immer noch großartig. So, gibt's noch Shepard, mehr? Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit. Komme kaum zum Arbeiten zwischen Ihren Unterbrechungen und Edis Beharren darauf, dass wahnwitzige Experimente die ganze Crew gefährden. Konzentration schwer möglich. Moral leidet. Entschuldigung. Noch etwas? Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Schön, es ist ein Traum.
So, ich fände es natürlich spitze, wenn jetzt tatsächlich irgendwelche Ratgeberbücher bei uns in der Kabine liegen würden, aber ich glaube es bald mal nicht. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Wie Sie möchten, Commander. Cerberus hat zwar auch Dienstgrade, aber es ist nicht die Allianz. Private Kontakte sind nicht verboten. Ihr Schiff, Ihr Befehl. Wenn Sie mit jedem gut Freund sein wollen, ist das Ihre Sache. Ganz ruhig, Jacob. Mich interessiert nur, wie Sie so ticken. Bei jedem anderen würde ich jetzt gehen. Die meisten Leute bei Cerberus tun so, als wären Sie der Unbekannte und verstecken irgendeinen Blödsinn hinter einem Lächeln. Aber Sie? Mir gefällt, was ich gesehen habe. In Ordnung. Was möchten Sie wissen? Möchten Sie darüber reden, was mit Ihrem Vater geschehen ist? Dazu habe ich nichts zu sagen, Commander. Das Thema ist abgeschlossen. Wartet zu Hause jemand auf Sie? Ich bin ein Einzelkind ohne Verwandtschaft. Hab mich nie irgendwo niedergelassen. Schien mir bei dem Job nicht angebracht. Und was man nie hatte, kann man auch nicht vermissen. Sie gehen mit mir bewusst ein Risiko ein. Warum? Soldaten wie wir wissen, wie wichtig das Vertrauen innerhalb einer Crew ist. Auf einem Cerberus-Schiff gibt es das selten. Und schon gar nicht bei den Leuten, die das Kommando haben. Aber Ihnen geht es nicht nur um die Aufgabe. Sie wissen, dass man niemanden blind auf so eine Mission schicken kann. Die Leute müssen motiviert werden. Von der Sache hängt sehr viel ab, aber wir dürfen deshalb nicht alles andere vernachlässigen. Diese Wahl können wir noch nicht immer treffen. Aber schon der Versuch ist bemerkenswert. Ich habe bei der Allianz mein Bestes gegeben. Schon bald galt ich als Unruhestifter. Und solche Leute wurden immer besonders gründlich beobachtet. Cerberus ist da genauso. Sie geben sich nur mehr Mühe, ihre Überwachungsmethoden zu verschleiern. Sollen Sie zusehen. Wir haben nichts zu verbergen. Und selbst wenn, wäre es egal. Sie können uns ja schlecht zurückpfeifen. Wir ziehen die Sache durch, ob es Ihnen nun passt oder nicht. Wie auch immer, ich muss weitermachen. Danke für das Gespräch, Shepard. Wir können es ja bei Gelegenheit fortsetzen. Ja, da sagt er was. Genau so ist es. Wir sind zwar irgendwie offiziell unter Cerberus angestellt, aber wir arbeiten ja nicht direkt für Sie. Und selbst wenn wir halt mal... Keine Nachrichten für Sie, Commander. Ja, weiß ich. Ich habe vorhin erst die gecheckt. Und selbst wenn wir halt mal aus der Reihe tanzen und was anderes machen, als der Unbekannte das will, wie gerade eben beim Projekt Overlord, haben wir ja eigentlich komplett gegen die, gegen den Willen von Cerberus agiert. Dann kann er letztendlich auch nichts machen, ne? Also wir machen unsere Mission und damit ist gut. Wir sind eigentlich völlig frei. Shepard. Gibt's was Neues? Es gibt da etwas, das ich Ihnen sagen möchte. Ich habe schon viel erlebt. Ich dachte, es gäbe in der Galaxie nichts Neues mehr. Seit ich mich Ihnen angeschlossen habe, ist mir klar geworden, dass da noch viel mehr ist. Sie haben auf Ihren langjährigen Reisen sicher sehr viel gesehen. Als Jungfrau habe ich als Söldnerin gearbeitet. Ich habe Tyrannen und Piraten bekämpft und alles erlebt, was die Galaxie zu bieten hat. Als Justikarin habe ich Teile des Ashari-Gebiets gesehen, von denen wenige auch nur wissen. Ich habe Dörfer zerstört und Städte gerettet. Ich habe sogar einmal gegen einen Spectre gekämpft. Warum haben Sie einen Spectre bekämpft? Es war ein Turianer namens Nihilus. Er war möglicherweise im Auftrag des Rats tätig, aber ich habe beobachtet, wie er einen unbewaffneten Zivilisten getötet hat. Dem Kodex gemäß habe ich ihn angegriffen. Nihilus, den kennen wir. Der wurde getötet von Saren im ersten Teil, ganz am Anfang. Er machte den Eindruck eines ehrenhaften Turianers. Und er war ein guter Spectre. Vielleicht auch nicht. Unbewaffnete Zivilisten zu töten, ist jedenfalls falsch. Als wir uns trafen, haben Sie gerade eine Söldnerin getötet, die keine Chance gegen Sie hatte. Diese Söldnerin war bewaffnet. Außerdem habe ich ihr einen Ausweg aufgezeigt, aber sie hat das ignoriert. Wie waren Ihre Jahre als Justikarin? Hauptsächlich ermüdend und strapaziös. Auf Frachtern reisen, durch die Provinz ziehen und das Unrecht ausmerzen, im Kleinen wie im Großen. Korrupte Beamte beseitigen. Wenn ich in einer abgelegenen Gegend ankomme, werde ich oft angesprochen und auf Unrecht aufmerksam gemacht. Meine Beurteilung der Lage fällt allerdings selten so aus, wie erhofft. Wie bezahlen Sie für den Transport zwischen den Welten? Asari-Captains nehmen Justikarinnen meist gern mit. Dann gibt's weniger Piratenüberfälle. Ein Überfall wurde mal offiziell abgesagt, als den Piraten bestätigt wurde, dass ich an Bord war. Praktisch, kann ich mir vorstellen, dass sie dann kostenlos einfach mal mitgenommen werden. Übrigens finde ich im Hintergrund cool, wie viele Sterne da wirklich zu sehen sind. Ich meine, ist ja auch logisch, dass hier viel mehr zu sehen sind, als man jetzt von der Erde aus sehen würde, weil keine Atmosphäre dazwischen ist und keine Lichtverschmutzung, wenn man so will, ne? Warum sollten sie ein ganzes Dorf zerstören?
Ich habe die Spur von Morinth bis zu einer abgelegenen Kolonie verfolgt. Sie hatte eine ganze Siedlung unterworfen, ließ sich anbeten und junge Asari als Opfer bringen. Als ich ankam, floh sie und hetzte ihre Anhänger in Wellen auf mich. Sie haben ihr mit ihrem Leben etwas Zeit verschafft. Als es vorbei war, waren nur noch kleine Kinder übrig. Ich übergab sie den Behörden und setzte die Verfolgung fort. Wie war es, Söldnerin zu sein? Ich war jung und impulsiv und hatte gerade mein Talent für den Kampf entdeckt. Ich habe förmlich darin geschwelgt. Bis zu dem Tag, als meine Truppe angeheuert wurde, eine geheimnisvolle Ladung auf dem Weg zu einer ebenso geheimen Landungszone zu beschützen. Ich fand heraus, dass es sich bei der Ladung um Sklaven handelte, die im Austausch gegen neue Technologien für die Kollektoren bestimmt waren. Sie haben den Sklavenhandel unterstützt? Ich war in meiner närrischen Jugend an so manch fragwürdiger Aktion beteiligt, aber nie an etwas offensichtlich Kriminellem. Ich habe verlangt, dass wir umdrehen. Meine Kameraden waren anderer Ansicht. Als sie tot waren, wendete das Schiff. In dem Moment trafen die Kollektoren ein. Sie näherten sich schneller, als ich fliehen konnte. Zum Glück waren wir in der Nähe des Massenportals. Ich kam durch und sie sind mir nicht gefolgt. Aha, also hat Samara auch schon mal mit den Proteanern, sage ich schon wieder, mit den Kollektoren mehr als nur ein bisschen zu tun gehabt. Was haben Sie mit den Sklaven gemacht? Ich habe ihnen einen Vortrag über die Vorteile von Stärke und Selbstverteidigungskenntnissen gehalten. Dann habe ich Panzerung, Waffen und Credits meiner toten Kollegen an die Gefangenen verteilt und sie auf der Citadel freigelassen. Löblich, löblich. Wir sind noch nicht fertig. Ich weiß. Es wird mir eine Ehre sein, bis zum Ende an Ihrer Seite zu kämpfen. Glauben Sie, dass wir alle sterben werden? Sie haben eine starke Truppe zusammengestellt. Aber wir treten gegen einen unbekannten Gegner an. Was auch kommt, ich bin bereit dafür. Aber ich werde mich nicht selbst belügen, was unsere Chancen angeht. Wir werden diese Mission zu Ende bringen. Und zwar lebend. Hoffentlich behalten Sie recht. Ja, hoffe ich auch, ehrlich gesagt. So, wollen wir noch mal schauen, ob sie vielleicht noch was hat? Wie geht es Ihnen? Können wir uns später unterhalten? Ich möchte meditieren. Entschuldige. Ich muss jetzt gehen. Natürlich. Das ist halt problematisch bei Leuten, die immer am Meditieren sind. Man weiß nie, wann man sie ansprechen darf und wann nicht. Verzeihung. Ich habe gerade eine Nachricht von meiner Frau bekommen. Seitdem höre ich mir ständig das Lachen meiner Tochter an. Das ist so niedlich. Nach dieser Mission kriegt sie von mir die längste Umarmung aller Zeiten. Ach, wie schön. Das ist doch schön, dass die Familie sicher ist von ihm. Sie ist ja gerade so einem Kollektorenangriff entkommen. Von daher umso schöner, dass sie jetzt ihm ein Video schicken können, wo ein kleines Kinderlachen drauf ist. Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Wenn Sie wollen. Bei unserem letzten Gespräch haben Sie über ein vergangenes Ereignis gesprochen, als würden Sie es gerade beobachten. Drell haben das perfekte Gedächtnis. Wir können jeden Augenblick unseres Lebens in völliger Klarheit abrufen. Es ist manchmal schwer zu kontrollieren. Manche von uns tauchen ab in... nennen wir es Solipsismus. Finde ich interessant. Also sind doch alle Drell, die das besitzen. Aber finde ich auch eine ganz interessante Sache, dass man mit so einem kompletten, perfekten Gedächtnis dann... Ich kann mir das vorstellen, dass man sich dann in seinen Erinnerungen auch schnell mal verlieren kann, unter Umständen. Was meinen Sie mit Solipsismus? Wenn eine Erinnerung sich so real anfühlt wie das Leben, ist sie auch genauso wertvoll. Der Gedanke an einen Augenblick bringt den Geruch frisch gemähten Grases zurück, die Wärme einer Hand auf der ihren, den Geschmack einer fremden Zunge in ihrem Mund. Ist es nicht besser, sich in einer solchen Erinnerung zu verlieren, als die Nacht allein zu verbringen und die Wände aus Metall und Plastik anzustarren? Das stelle ich mir gefährlich vor, wenn man dann wirklich halt immer wieder die Erinnerungen durchleben kann. Tja. Besteht nicht auch das Risiko, sich in schlechten Erinnerungen zu verlieren? Natürlich. Sich an die Kugeln zu erinnern, die man eingefangen hat, ist unangenehm. Aber ein Blick auf mein Knie zeigt mir, dass es nicht zerschmettert ist. Die Erinnerungen, denen man am schwersten entkommt, sind die voller Verzweiflung. Mhm. Ist das nicht eine zu private Erinnerung, um darüber zu reden? Verzeihung. Ich habe viel Zeit damit verbracht, mein Leben Revue passieren zu lassen. Es war nicht meine Absicht, dass Sie sich unwohl fühlen. Hab ich nicht, keine Sorge. So, Solipsismus, hatte ich das jetzt schon? Ich glaube schon. Was meinen Sie mit Solipsismus? Wenn eine Erinnerung sich so real an... Der Gedanke an ein... Ist es nicht besser, sich in einer solchen Erinnerung zu verlieren... Da ist dann auch die Frage, was ist eigentlich Realität? Verbringen und die Wände aus Metall und Plastik anzustarren. Kann eine Erinnerung, egal wie real sie ist, wirklich so wertvoll sein wie die Realität selber? Ich meine,
Das ist, letztendlich musst du die Realität erst durchlebt haben, um die Erinnerung im Kopf zu haben. Und ist es nicht schöner, mehr zu erleben, um dann mehr schöne Erinnerungen zu besitzen? Erinnern Sie sich an alles, was in Ihrem Leben geschehen ist? Fast. Und wenn wir uns an das Geburtstrauma auch noch erinnern würden, kämen wir vermutlich nie darüber weg. Glück gehabt, würde ich sagen, dass es erst danach einsetzt. Können Sie jedes Ihrer Attentate nochmal erleben? In allen Einzelheiten. Mit jedem meiner Fehler. Mit jedem letzten Atemzug der Zielperson. Und deshalb nehme ich an, werden die Drell auch besonders gute Attentäter sein, weil sie ihre Fehler immer auswerten können. Das stelle ich mir schwierig vor, jederzeit die eigene Schuld noch einmal erleben zu können. Schuld? Nein. Ich habe bei meinen Aufträgen niemals Schuldgefühle gehabt. Meine Auftraggeber haben sie getötet. Mein Körper war dabei lediglich ihr Werkzeug. Wenn sie jemanden erschießen, ist dann ihre Waffe dafür verantwortlich? Meine Waffe kann richtig und falsch nicht unterscheiden. Sie können das offensichtlich schon. Meine Seele kann es, aber mein Körper ist nur Fleisch. Fleisch, dessen Reflexe für das Töten optimiert wurden. Der Drell-Verstand arbeitet anders als der von Menschen. Wir betrachten unseren Körper als Gefäß und akzeptieren, dass wir ihn nicht immer unter Kontrolle haben. Ja, das ist halt dann wieder die religiöse Frage, ne? Wenn man diesen Dualismus dann wirklich so extrem sieht zwischen Fleisch und Seele, dann funktioniert das vielleicht. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders, weil die körperliche Komponente die Seele durchaus beeinflusst, im Sinne von Hormonhaushalt und so. Denn die Hormone beeinflussen maßgeblich unseren Charakter. Das kann man nicht verleugnen. Und ich fände es ziemlich interessant, wie sehr sich ein Charakter verändern würde, wenn er denn den Körper tauschen, also wenn eine Seele, sagen wir mal, wenn das Denken den Körper tauschen würde. Würde mich mal echt interessieren, wie das wäre. Sie übernehmen also für Ihre Taten keinerlei Verantwortung? Nicht jede Tat meines Körpers ist das Ergebnis einer bewussten Entscheidung. Für gewollte Handlungen übernehme ich natürlich die Verantwortung. Viele Menschen glauben an eine Trennung von Körper und Seele. Letztere ist eine Erscheinung, die für Moral zuständig ist und nach dem Tod des Körpers weiterlebt. Wir fassen das Ganze nur etwas wörtlicher auf. Bei unserem letzten Gespräch haben Sie sich an eins Ihrer Attentate erinnert. Mit Augen in der Farbe des Sonnenuntergangs. Das. Der Laserpunkt auf seinem Schädel zittert. Gewürze im Frühlingswind. Augen wie der Sonnenuntergang im Visier. Voller Trotz. Eine Passantin bemerkte den Laser und warf sich zwischen mich und die Zielperson. Sie konnte mich nicht sehen. Aber ihr Blick warf mich um. Es war seltsam, wie das so aus Ihnen rauskam. Nur eine weitere lebhafte Drell? Nicht. Nein. Sie war eine lebhafte Person. Haben Sie geschossen? Nicht an jenem Tag. Und die Person, die sich da dazwischen geworfen hat, vielleicht können wir uns denken, wer das ist, wenn sie ihn so beeindruckt hat. Ich sollte mich wieder um meine Pflichten kümmern. Shepard, ich weiß unsere Gespräche wirklich zu schätzen. Sie sind einsam, das ist ein bisschen gemein, finde ich. Naja, was soll's. Sie haben in Ihrem Leben sehr viel Zeit alleine verbracht, Thane. Die Arbeit hat mich ausgefüllt. Ich habe gelesen. Und außerhalb meiner Familie mit kaum jemandem gesprochen. Es sieht so aus, als würde nach meinem Tod niemand um mich trauern. Sie sind seit 10 Jahren der Erste, mit dem ich Freundschaft schließe. Der Rest von uns verliert genauso viel wie Sie, wenn Sie sich immer absondern. Es ist schwer für mich, beim Essen im Speisesaal des Schiffes zu sitzen. Ich bin daran gewöhnt, dass ich eine Wand im Rücken habe, mit Blick auf die Türen. Ich versuche, mich zu entspannen, meine Mitte zu finden. Mach das, Thane. Wir können doch mal kurz schauen, ob es vielleicht auch nochmal eine zweite Brauchen Runde bei Sie Ihnen etwas? Gibt. Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Später. Okay. Ich möchte erst darüber nachdenken. Ich muss jetzt gehen. Dachte ich mir. Ich kehre zu meiner Meditation zurück. Und da wird Thane dann sicherlich nochmal aufgreifen, wer sich da eigentlich zwischen ihnen und seinen Opfer gebracht hat. Und ich glaube, mit er hat später abgedrückt oder nicht an diesem Tag abgedrückt, meint er, dass er das Opfer noch getötet hat. Aber die Person, die davor stand, hat er natürlich nicht erschossen. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Zurück an die Arbeit. Natürlich, Commander. Ich glaube, die haben wir ein bisschen verknatzt, weil wir gesagt haben, nein, es ist Herr nichts Commander Persönliches. Commander hat ein beeindruckendes Team zusammengestellt. Ich habe noch nie mit so vielen Aliens gearbeitet. Das ist ein
deiner Armee. Wir könnten diese Mission tatsächlich überleben. Unter Umständen schon. So, nochmal bei Garrus. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Der übliche Garrus'sche Blick zur Seite, wenn er nichts hat. Den bringt er wirklich immer an, wenn er sich entschuldigen will. Oder wenn es ihm gerade ein bisschen unangenehm ist, dann schaut er immer zur Seite. Also jedes Mal, wenn es warten soll, dann kommt immer der Blick zur Seite und dann weiß ich schon, wird wieder nichts. Gut, noch kurz die Runde hier unten gemacht. Bei Tali können wir sowieso eigentlich nichts machen, vermute ich bald mal. Da wird wohl immer noch dasselbe sein wie vorher. Shepard, ich schaue nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Ich erweitere meinen Horizont und habe jetzt eine Liste meiner Feinde. Ich stelle mir vor, welchen Spaß es machen wird, sie alle aufzuschneiden und zu zerschmettern. Ich habe da dieses eine Bild von einem Salarianer vor Augen. Dieses, wie heißt das Ding auf dem Kopf, ist aufgerissen. Ich wette, dafür wurde eine ganze Generation lang Rache geübt. Aber für die sind das ja nur ein paar Wochen. Also, was wollten Sie? Wissen Sie, ich dachte, die Verbindung zu Ihrer Vergangenheit würde für Stabilität sorgen. Sehen Sie, langsam wird's lustig. Ich erinnere mich an gute Todesfälle und Sie machen diese ulkige Menschennummer. Meine Aufgabe ist Zerstörung. Für Richtung und Kontrolle sind Sie zuständig, Kampfmeister. Wegen Ihnen bin ich ein Soldat und keine Leiche oder ein tollwütiges Tier. Danke, Shepard. Sie haben mir eine Aufgabe gegeben. Und jetzt besorgen Sie mir bitte was Großes zum Töten. Das funktioniert aber nicht auf Dauer, Grunt. Irgendwann bin ich nicht mehr dein Kampfmeister, wie du es nennst. Irgendwann musst du deine eigenen Wege gehen und dann musst du auch eigene Entscheidungen treffen können. Du kannst nicht jeden umbringen, der dir in die Quere kommt. Naja. Grunt ist ein bisschen komisch, der ist der totale Massenmörder eigentlich, aber irgendwie wird er toleriert. Hey. Erzählen Sie mir etwas über sich, das ich noch nicht weiß. Da gibt's nichts zu erzählen. Warum? Ich möchte mehr wissen. Und vorher gehe ich nicht weg. Ich bin hier, um für Sie zu kämpfen. Dafür müssen wir nicht befreundet sein. Aber wie auch immer. Irgendwas, das Sie nicht wissen, oder? Was offensichtlich ist, wie was mit meiner Tinte los ist. Oder was anderes, das genauso langweilig ist? Es interessiert Sie doch gar nicht, wenn es Sie nicht selbst betrifft. Ich habe diese Scheiße schon so oft erlebt. Ich könnte es doch ernst meinen. Wie wollen Sie das ausschließen? Ich habe Augen im Kopf und schon einiges erlebt. Sie wenden sich ab, sobald Sie rauskriegen, dass Sie nicht der Erste sind und ich gegen Ihre Hilfe immun bin. Gekauft. Was ist mit den Tattoos? Manche stehen für Gefängnisse, in denen ich war, andere für erledigte Feinde. Sie wissen schon, die Guten. Manche stehen für das, was ich verloren habe. Aber die gehen Sie nichts an. Die gehen niemanden was an. Und manche sind... Hey, warum eigentlich nicht? Sie arbeiten hart, niemanden an sich ranzulassen. Ich habe viele Leute kennengelernt, aber Freund oder Freundin hatte ich nie. Das ist nur Zeitverschwendung und funktioniert sowieso nicht. Wenn dir jemand so nahe kommt, heißt das nur, dass ihm ein kürzeres Messer reicht. Einsam und am Leben ist mir viel lieber. Besten Dank. Sie sind hart, aber lange können Sie so nicht überlebt haben. Am Anfang war ich mit einem Mädchen namens Manara und ihrem Freund unterwegs. Sie kannten sich aus. Ich dachte, sie würden mir helfen. Von wegen. Sie halfen mir in ihr Bett. Und als wir endlich mal größer absahnten, haben sie meinen Anteil eingeschoben. Ich wusste, worauf es hinauslief. Und kam ihnen zuvor. Seitdem habe ich mich nie mehr um Freunde bemüht. Sie waren bestimmt Arschlöcher, aber das heißt nicht, dass sie töten wollten. Ich hab's gespürt. Beweise waren nicht nötig. Ich hab das Richtige getan. Ich tue immer das Richtige, wenn Leute mich verarschen. Das sollten sie nicht vergessen. Ich muss gehen, aber wir sollten das fortsetzen. Moment, jetzt habe ich mal eine Frage. An diesem Punkt sind die meisten schon weg. Warum wollen Sie das alles wirklich wissen? Begutachten Sie mich? Wenn es nämlich nur um Sex geht, sollten Sie das verdammt nochmal einfach sagen. Ich hab's nicht eilig. Ich will erst rausfinden, wie Sie ticken. Um mit jemandem zu schlafen, muss man ihn nicht kennen. Man muss nur wissen, wo alles hingehört. Ich will auch nicht mit dir schlafen, Mensch. Okay. Vielleicht reden wir später weiter. Oder auch nicht. Das kam jetzt falsch rüber. Ich will nicht mit Jack schlafen. Nein! Um Gottes Willen, nein! Ich will doch bloß die Frau kennenlernen da. Und ihre Probleme. Warum auch immer. Helfersyndrom wahrscheinlich oder sowas. Die neuen Verstärkungen für die Panzerung haben die gravimetrischen Profile über den Haufen geworfen.
Aber die Triebwerke sind einsatzbereit. Ich habe die Gilburn-Koeffizienten neu eingestellt und den bisherigen Einlauf der Lebensstabilisatoren angepasst. Ich liebe es, wenn Sie schmutzige Sachen sagen. So, schauen wir mal kurz. Ich nehme an, hier wird es nichts Neues geben bei Tali. Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Für Sie? Natürlich. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel ja, das ist doch dasselbe wie vorher. Aber ich würde es verstehen, wenn du dir etwas... jemand anderen suchst. Ich beschwere mich aber auch nicht, wenn du noch interessiert bist. Bist du noch interessiert? Ich will deine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen. Aber ich bin bereit zu warten. Danke. Ich will, dass du siehst, was unter diesem verdammten Helm ist. Ich will deine Haut auf der meinen spüren. Ich will mit dir eins werden, bevor wir in die letzte Schlacht fliegen. Ich finde eine Lösung. Schön. Gut, wir kannten das ja schon eigentlich, also das war ja jetzt nichts Neues. Es wird auch nichts Neues mehr bei Tali geben, bis wir dann wirklich in die letzte Schlacht fliegen. Ich hatte jetzt bloß gedacht, weil Mordin uns ja darauf angesprochen hatte, dass es dann vielleicht ja doch nochmal irgendwie was Neues gibt. Aber nein, gibt es nicht. Und dann würde ich sagen, machen wir uns wieder auf in den Weltraum. Und schauen mal, was wir als nächstes denn ansteuern wollen. Halt, wir können gleich hier oben rausfliegen. So, zurück zu... Nur die Hälfte unseres Treibstoffs ist noch übrig. Ja, danke, Edi, für den Hinweis. Zurück zum System mit dem Massenportal. So, da muss ich dann gleich mal... Gibt's ein Treibstoffdepot? Da muss ich gleich mal nachtanken. Und vor allem auch meine Sonden wieder aufladen, weil ich hier direkt abgespeichert hatte dann. Das war das letzte System, in dem ich auch Rohstoffe mitgesammelt habe. Das, wo hier auch das Projekt Overlord gestartet ist. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Abstürzendes Schiff retten könnten wir machen. Schmuggelfracht, Shadowbroker Basis, Planet reich an Platin. Beim Würgeschlund war ich noch nicht, sehe ich gerade. Den Feuergänger, Tuchanka, Dr. Kenson retten. Machen wir das mal. So, kann ich euch jetzt gerade auch gar nicht sagen, was für ein DLC das ist, ist aber definitiv auch eins. Auf nach Aratode. Wieder Mount Everest in einem Ofen, klingt ja super. Okay, lesen wir jetzt nicht großartig durch erst. Gehen wir einfach drauf und schauen mal, ob wir die Dame finden und retten können. Und dann werden wir sicherlich sehen, woran sie da gefuscht hat. Ich glaube, das war... War das die Forscherin von... die mit Admiral... Hackett befreundet ist? Der hatte uns doch drum gebeten, jemanden zu retten, ne? Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ich weiß nicht, ob das die ist. Nehmen wir gar niemanden mit diesmal? Ach nee, stimmt! Ja, das ist die Aufgabe, denn Hackett hat uns ja gebeten, das alleine zu machen und niemanden mitzunehmen. Na dann! Auf geht's!